Liebe Fridays for Future, liebe Greta Thunberg, liebe Greta Thunberg, ihr könntet alle längst schon am Ziel sein. Wenn ihr nicht immer mit den falschen Leuten kooperieren und koalieren würdet, sondern mal den mit den richtigen, die es nicht nur gut meinen mit euch, das will man ja niemandem absprechen, sondern die es auch noch können. Ihr habt bis jetzt koaliert, zum Beispiel am Sommercamp habt ihr den Professor Schmidt von den Wirtschaftsweisen eingeladen, ohne euch so ganz klar zu sein, dass ihr damit einen der Ideologen der Zementierung und der absoluten Verewigung von Kapitalismus und sozialer Marktwirtschaft eingeladen habt. Was erwartet ihr von jemand, der sein ganzes Denken noch nicht einmal einen kritischen Gedanken über den Kapitalismus oder die soziale Marktwirtschaft geäußert hat? Ihr habt ihn dann am Schluss angesprochen auf Postwachstum. Und es ist doch klar, dass er dafür keine Antwort hat oder das nicht so toll findet. Denn er kann sich ein Leben jenseits der Konsumsucht und jenseits der Überbelastung der Erde gar nicht vorstellen. Dann habt ihr eingeladen die Scientists for Future und überall seid ihr mit denen zusammen aufgetreten. Ja, die sind Spezialisten auch für Energiefragen und neue Energien. Aber davon, wie man ein Staatsgebilde umformen muss, umwandeln muss, transformieren muss, damit es auch all das leisten kann, was sie fordern. Professor Quaschning hat eine riesige Steuererhöhung im Stile von John F. Kennedy und dem Mondflug gefordert, wiederholt in seinen Reden. Solch eine gewaltige Steuererhöhung würde leider nur in Deutschland fast schon Mord und Totschlag auslösen als Gegenwehr der Bevölkerung. Also muss man doch einen Weg finden, wie man das taktisch macht. Also gut, also die Scientists for Future 1 haben euch da moralisch unterstützt. Soweit, so gut. Aber eine Lösung konnten sie euch auch wieder nicht bringen. Dann habt ihr euch solidarisiert mit Extinction Rebellion und Ende Gelände. Aber den Kapitalismus oder die soziale Marktwirtschaft, was im Prinzip das Gleiche ist, auszuhebeln und umzukippen, nur mit ein paar Straftaten und Verkehrssperren und ähnlichen Dingen, hat leider nicht funktioniert. Vor etlichen Monaten haben euch die Scientists for Future 2 900 Milliarden Euro innerhalb von 7 Jahren angeboten für eure Klimaziele, so als Verhandlungsbasis. Zum Beispiel würde das bedeuten, Kohlestopp 26 wäre finanzierbar und vieles andere mehr. Aber da habt ihr komischerweise nicht koaliert und kooperiert, was ganze Scharen an Leuten zur Verzweiflung gebracht hat. Denn das ist ja, jetzt bekommt ihr zum ersten Mal ein praktisches Angebot, realisierbares Angebot und verfolgt aber alles andere, nur nicht dieses realisierbare Angebot. Ja, das löst Verzweiflung aus und Kopfschütteln. Und deswegen so aber die Anregung, erweitert eure Koalition. Ihr koaliert ja schon mit sehr vielen Sachen und Kooperationen. Erweitert eure Koalition doch einfach auch auf die Scientists for Future 2. Nehmt die mit in die vielen, nehmt die mit dazu zu den Wirtschaftsweisen, nehmt sie mit dazu zu den Scientists for Future 1, nehmt sie mit dazu zu Extinction Rebellion und Ende Gelände und so weiter und all den Gruppierungen.
und nehmt sie mit dazu und diskutiert das alles und dann werdet ihr 900 Milliarden innerhalb von 7 Jahren erhalten und werdet den größten Achtungserfolg, der im Moment noch überhaupt denkbar ist, erreichen. Das ist das Angebot. Jetzt, wer sind denn nun diese Scientists for Future 2, römisch 2, wie es jetzt vor euch seht? Erst einmal muss man dazu sagen, rein zufällig, diese blicken zurück auf insgesamt 51 Jahre wissenschaftliches Denken und Forschen seit 1968, sind also inspiriert von dem Geist der 68er und sind vor ziemlich genau, das ist aber auch wieder reiner Zufall, niemand hat davor darüber nachgedacht, haben sich zusammentelefoniert, weil sie sich klar waren, jetzt sind wir fertig mit dem Endergebnis nach 51 Jahren. Und das war ziemlich genau um den 20. August 2018, an dem Greta zum ersten Mal in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, sozusagen. Also der Geburtstag von Greta Thunberg, 20. August 18. Ein paar Tage vorher oder später und so begannen die ersten Telefonanrufe, wo sich die Professoren sammelten, sozusagen. So, und jetzt gucken wir uns doch mal an, wie kommen wir jetzt also, wie erfahren wir etwas darüber, über die ja bis jetzt einzige Erfolgsaussicht für Fridays for Future und für Greta Thunberg. Wir googeln, viele wissen das vielleicht noch nicht, man braucht eigentlich nur noch markieren, man geht mit der rechten Maus einfach auf Google nach und schon hat man eine Google-Anzeige. Dann hat man hier gleich an der ersten Stelle die Homepage von den Scientists hier und dann steht es hier, jetzt drücke ich das noch rüber, damit man das besser sieht. Hier hat man also den The World's Council of Wise People, der Weltrat der Weisen. Und wir haben hier zweite Scientists for Future 2 Initiative Weltrat. Also das ist eine der Arbeitsabteilungen sozusagen rund um den Weltrat. So, und hier heißt es Hello to the English-speaking world. Jetzt könnte man da draufklicken und hätte eine ganze Menge in Englisch, Videos in Englisch und so weiter. Dann hat man die Sammlung wichtiger Links und wenn man da draufklickt, hat man schon mal hier eine Seite auf, wo wir nachher dann ganz viel sichten können und ganz viele Links und uns anschauen können. Dann haben wir hier gehe ich nochmal zurück auf die Startseite. Jetzt könnte man natürlich auch hier lesen, mal wieder nach links rücken. Greta Thunberg, listen to the science. Hören Sie auf die Wissenschaft. Koalitionsangebot an alle. Ja, natürlich richtet sich das Angebot auf die Totalreformierung von Ländern, natürlich an alle Staaten der Erde, an alle Projekte und eben aber auch an Fridays for Future und Greta Thunberg. So, dann heißt es, liebe Greta, liebe Fridays for Future, ihr skandiert System Change, not Climate Change und Antikapitalista, aber ihr kooperiert bzw. koaliert mit erzkonservativen Systemerhaltern wie Hirschhausen von Scientists for Future und dem erzkonservativen Systemerhaltenden Professor Schmidt vom Rat der Wirtschaftsweisen oder hofft gar immer noch auf die Regierung, auf unsere Regierung, auf die Merkel-Regierung, obwohl sie euch nichts anbieten konnten. Obwohl sie euch alle nichts anbieten konnten.
Die Scientists for Future 2 vom Weltrat der Weisen haben euch den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan, zum Beispiel Kohle Stopp 26 und so weiter, und den System Change inklusive Postwachstum angeboten. Lasst uns völlig offen, sachlich und realitätsbezogen verhandeln über Sozialismus, Kommunismus, soziale Marktwirtschaft und so weiter und wie ihr das Deutschland von morgen möchtet. Lasst uns schauen, welche Elemente aus welchen Systemen funktionieren können und welche nicht. Und erweitert eure Koalition um die Scientists for Future 2. Die Uhr tickt, eure Zeit läuft ab. Und jetzt, bevor wir uns nachher also diese ganzen vielen Links anschauen und die Videos und die vielen Fridays for Future Schüler, die sehr positiv auf diese ganzen Pläne reagieren und auf die Scientists for Future 2 reagieren und auf die Parents for Future und so weiter, schauen wir uns, gehen wir mal so ein bisschen in die Inhalte rein, damit ihr schon mal so einen ersten Appetizer habt darüber, was, wie Wissenschaft heute, die Spitze der Wissenschaft heute, die Welt sieht. Der Kern aller Menschheitsprobleme. Jetzt gehe ich mal auf den Blättermodus über. Der Kern aller Menschheitsprobleme. Wir Menschen waren und sind bis heute vertrauensselige Gläubige. Wir glaubten, dass alle Menschen uns Gutes tun würden, auch die, die wir nicht persönlich kennen, ohne dass wir sie gezielt für Gutes tun belohnen müssten. Die Vordenker der Naturwissenschaften und des Abschlusses der Aufklärung lehren uns jetzt, das war der größtmögliche Irrtum. Wir müssen die Menschen eindeutig und deutlich für Gutes tun belohnen und für Schlechtes tun eindeutig weniger belohnen. Dann heilt Deutschland und die Welt wieder aus und das Schlechte wird weniger und das Wahre, Schöne und Gute breitet sich aus. Dazu passt auch, dass Fridays for Future häufig über Konzerne schimpfen und von Vergesellschaftung bzw. Enteignung sprechen. Die Konzerne werden für Schlechtes tun, Umwelt verdrecken, Umwelt vergiften, CO2-Ausstoß, fürs Anschubsen von militärischen Einsätzen und Kriegen und fürs Überleichengehen belohnt, anstatt für Gutes tun. Also tun sie auch automatisch das Schlechte. Unsere Zivilisation fußt also auf diesem einzigen Baufehler, der eine ganze Kette von Fehlentwicklungen, negativen Evolutionsprozessen nach sich zog, die uns aus dem naturwissenschaftlich, evolutionsbiologisch und paläoanthropologisch plausiblen, gewaltfreien, nachhaltigen, pazifistischen Fastparadies eines urmatriarchalen Urkommunismus bzw. Ursozialismus vertrieben haben und uns unendlich viele schrecklich leidende und Tote durch Umweltgifte, Gewalt, Sucht, krankmachende Ernährung, krankmachende Medizin und so weiter und jetzt Erwärmung gebracht haben. Und unendlich viele Lebensglücksverluste, Selbstmorde und verfrühtes Sterben im Mittelalter sogar mit 30 gebracht haben. Und mittlerweile fast die ganze Erde verdreckt und beschädigt haben. All das Schlechte auf der Welt, die Austreibung aus dem naturwissenschaftlich beschreibbaren Fastparadies, fing an mit diesem einzigen Zentralirrtum und Errare humanum est.
Wir leben seit Jahrtausenden in eben diesem Irrglauben. Wenn ein Arzt, Richter, Lehrer, Waffenhändler, Pfleger, Gastronom, Lebensmittelhändler, Polizist, Konzern und so weiter gute Absichten bekundet, sogar einen Eid schwört, uns Gutes zu tun, dass er dieses Gute dann auch tatsächlich tun würde, völlig unbeeinflusst von Boni, finanziellen Verführungen aller Art, unsichtbaren Fehlanreizen, falschen Rahmenbedingungen, unsichtbaren, nicht materiellen Gratifikationen, versteckten negativen Anreizen, unvorteilhaften ökologischen Nischen und so weiter. Wer diesem Irrglauben nicht anhängt, hängt oft einem zweiten Irrtum an, dass wissenschaftliche Studien zum Beispiel in der Medizin doch zum Beispiel die gefährlichen, gewinnbringenden Irrtümer enttarnen würden und deshalb dann doch meistens das Richtige getan würde, trotz aller denkbaren eventuellen, ich muss dazu ergänzen, bekannten Fehlanreize. In Wahrheit sind Studien das Fehleranfälligste, was es gibt. Studien können Wissenschaftsbetrug sein, gekauft sein, bezahlt sein von am Gewinn Interessierten. Daten können direkt gefälscht werden aus Karrieresucht heraus. Mit abnehmender Intelligenz nimmt die Zahl der Fehler im Studiendesign exponentiell zu und so weiter. Etc. Wer sich auf wissenschaftliche Studien verlässt, ist also verlassen, verraten und verkauft. Nur der Bundeswahlleiter, das Statistische Bundesamt zusammen mit den besten Kriminalpolizisten und Wissenschaftsmethodikern können, und das auch erst in der Zukunft, zuverlässige Statistiken liefern. Naturwissenschaftlich bewiesen, mit naturgesetzlicher und damit der höchstmöglichen Präzision ist jetzt, dass Eide und Versprechen nur eingehalten werden können, wenn die Anreize auch die Einhaltung belohnen, also keine Fehlanreize vorliegen, die versteckt die Nicht-Einhaltung belohnen. Wenn unsichtbare Fehlanreize vorliegen, und das ist überall massenweise der Fall, kommt es über Jahrhunderte und Jahrtausende zu Evolutionsprozessen, in denen sich Irrtümer, die zu Belohnungen führen und gleichzeitig die Mitmenschen schädigen, massenhaft anhäufen, sodass die Berufsstände dann nach Ideologien und Philosophien arbeiten, die zu guten Einnahmen für den Berufsstand, aber zu ständig wachsender Schädigung der Mitmenschen führen, wobei der normale Bürger diese Schädigung ganz gewaltig unterschätzt. In Wahrheit also kann also kein Berufsstand Eide, Gelöbnisse und Versprechen einhalten, wenn in der Ausbildung auch nur einige Zentralirrtümer vermittelt wurden, wird das Handeln automatisch schädlich und ich muss dazu sagen gewinnbringend für den jeweiligen Berufsstand. Die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik hat mit naturgesetzlicher und damit allerhöchster Beweiskraft bewiesen, das gilt, ein einziger Irrtum reicht, um jeden Eid vollständig auszuhebeln. Und alle Menschen glauben irgendwann mal einen Irrtum. Wenn dieser Irrtum aber zu riesigen Belohnungen führt, neigt das menschliche Gehirn dazu, diesen Irrtum nicht ständig zu hinterfragen. Ist das nun wirklich richtig gut für meine Mitmenschen? Und wissenschaftliche Studien tendieren auch dahin, diesen gewinnbringenden Irrtum zu bestätigen und nicht ernsthaft in Frage zu stellen. So. Und so häufen sich über die Jahrtausende in allen Berufsständen Massen an zu Belohnungen führenden Irrtümern an, die uns allen, ganz egal ob arm oder reich, schwerste Schäden zufügen. Einzige Therapie,
manchmal ist das Ergebnis von Spitzenwissenschaft also sehr einfach. Einzige Therapie, keine Belohnung mehr für Irrtümer und auf ihnen basierende schädliche Handlungen, sondern ausschließlich positive Anreize bzw. Belohnungen ausschließlich für bewiesenermaßen Wahres, Nützliches und Gutes für durch das Statistische Bundesamt bewiesene Krankheitsverhinderungswirkung, für bewiesene Wohlfühlnotenverbesserung bei den Kunden und so weiter. Es müssen also durch die Scientists starke positive Anreize implementiert werden, die alle versteckten negativen Anreize auskontern und überschreiben und so unwirksam werden lassen. Beim nächsten Mal werde ich vorlesen, wie die naturwissenschaftliche Beweisführung mit dem Naturgesetz von Mutation und Selektion funktioniert für diese Sachen. Aber die Kernaussage ist also, ich gehe nochmal zurück, es müssen also, und das ist höchst schwierig, das ist hochkompliziert und dafür haben die Professoren so lange gebraucht, weil es unheimlich schwierig ist, wie sorge ich denn dafür, dass wirklich die Systeme wirklich nur noch positive Anreize beinhalten und die so stark sind, dass wirklich die negativen Fehlanreize sich nicht mehr auswirken. Erstens ist das ganz schwierig und zweitens, die Folgen sind dramatisch. Ohne gewaltsame Revolution, ohne jemanden totzuschlagen, entsteht nach und nach wieder eine fast schon, also eine liebevolle, soziale Gesellschaftsform. Weil ja jeder, der ein Geschäft betreibt oder gar ein Unternehmen betreibt oder gar in einem Konzern tätig ist, nur noch ein Ziel hat. Das Wohlbefinden und die Gesundheit aller anderen Menschen zu steigern, auch schon die seiner Mitarbeiter im Betrieb zu steigern. Also jeder Chef wird vital interessiert am Wohlbefinden seiner Mitarbeiter, am Wohlbefinden aller um ihn herum Lebenden und am Wohlbefinden und den Gesundheitsdaten aller Menschen, mit denen er irgendwie zu tun hat, auch die seine Produkte beziehen oder was auch immer. Das führt dann dazu, dass eigentlich jeder nur noch versucht, Gutes zu tun. Und das wäre ja eigentlich schon die Beschreibung eines fast praktisch perfekten, echten Kommunismus-Sozialismus. Und das ganz ohne Revolution. Also echter Sozialismus, echter Kommunismus kann nicht durch Revolution entstehen, sondern nur durch solche Strategien. Beim nächsten Mal zur Strategie der sanften Zwischenschritte. Jetzt gehen wir wieder zurück auf diese Seite. Wir hatten ja angeklickt, die Seite, hier war es gewesen. Wir hatten angeklickt, Sammlung wichtiger Links auf der Startseite. Da haben wir jetzt so diese ganzen vielen Sachen. Können auch nochmal, wenn wir googeln wollen, können wir auch nochmal hier nach Weltrat der Weisen googeln, dann finden wir noch mehr Google hier, finden wir noch viel mehr Artikel von dem berühmten Dr. Franz Alt zum Beispiel über die Professoren. Und ihr könnt euch 10 Seiten bei Google anschauen, was es alles über die Professoren gibt an Berichten, Artikeln, bis hin zum Bild-Zeitungsartikel, was für viele ja nicht unbedingt eine positive Quelle ist, aber immerhin haben die sachlich darüber berichtet. Ne? Dann sehen wir jetzt, dass wir hier zum Beispiel, wir können das vertiefen, wir können hier einfach mal auf Medienberichte klicken und schon haben wir, wenn wir ein bisschen runtersuchen, haben wir den Bild-Zeitungsartikel. Die Bild-Zeitung schreibt, Köln, 900 Milliarden Euro für das Klima. Das will die Kölner Gruppe, zweiter Scientist für Future 2, Initiative Weltrat, durch eine Gesundheitsernährungs- und Pflegereform erreichen.
Politische Parteien reagieren auf den Rat der Weisen zurückhaltend. Wobei, deswegen müsstet ihr skandieren, Kohle stopp, hopp, 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 Merkel, lass die Profis ran. Kohle stopp, hopp, 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 Merkel, lass die Profis ran. So, ich habe vergessen, das nach links zu ziehen. Jetzt ziehen wir das nach links. Dann haben wir hier Bild-Zeitung-Artikel und dann haben wir hier Massen an Medienberichten. Da könnt ihr euch durchklicken nach Belieben, nach vielen Informationen und Artikeln darüber. So, dann machen wir das wieder zu und dann sind wir wieder bei der Linkliste. Dann könnt ihr euch, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch ein besseres Wikipedia, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, dass Wikipedia bei allen gesellschaftlichen Fragen sehr tendenziös ist und sehr einseitig ist und es da eine ganze Menge Revolutionsanhänger gibt. Also, wie gesagt, noch einmal der Satz, den werde ich demnächst begründen. Mit Revolution kommt man niemals zum Kommunismus und Sozialismus, weil sich dann immer Gewalttäter und diktatorische Mentalitäten durchsetzen und diktatorische Mentalitäten haben keine Tendenz danach, einen echten demokratischen Sozialismus zu schaffen und vor allem auch wieder allen Besitz und alle Macht an das Volk abzugeben. Daran scheitert dann also Revolution, ist also quasi ein Filter, der die falschen Menschen an die Macht bringt, die ungeeignet sind für die Herstellung eines echten Kommunismus und eines echten Sozialismus. Aber darüber kann man noch mal mehr sprechen. Echter Kommunismus und Sozialismus, wie ihr ihn euch erträumt, kann also nur durch diese Strategie der sanften Zwischenschritte und durch naturwissenschaftliche Analysen und das sanfte Vorgehen erzielt werden. Auch die Schere zwischen Arm und Reich würde am Ende fast praktisch völlig zusammengehen, fast völlig zusammengehen, aber erst am Ende eines Prozesses. Wenn ihr jetzt hingeht und wollt den Leuten ihre Milliarden wegnehmen, dann werden sie euch erschießen lassen und dann ist nichts erreicht, ne? Dann ist alles beendet. Also hier könnt ihr einen besseren, ich mache es mal ein bisschen kleiner, damit die Schrift besser sichtbar wird, weil so, jetzt könnt ihr also den Artikel über den Weltrat der Weisen lesen auf Pluspedia. Die ist also eine nicht so stark zensierende Instanz wie Wikipedia. Dann seht ihr hier, könnt ihr euch die Professorinnen anschauen. Jetzt seht ihr hier mal, könnt ihr hier einfach mal, das ist also die Literaturliste und das Quellenverzeichnis der Scientists for Future 2 und des Weltrates. Und wer aufgenommen wurde, ist mit grünem Licht gekennzeichnet. Wer also schon Mitglied dieses Weltrates ist und wer kein grünes Licht hat, der ist nur Literaturempfehlung oder vorgeschlagene Person. So. Bundesministerin für Jugend, Familie und könnt ihr euch alles anschauen. Professor Michael Oerdöll, einer der besten Ernährungsbiologinnen, im Interview zusammen mit Professor Manfred Mertens, einem bei den Grünen sehr beliebten Reaktorsicherheits- und Präventionsspezialisten. Und so geht das immer weiter. Professor Ralf Zoll, da haben wir gerade eine Interviewanfrage in Bezug auf Friedensforschung und Kriegsursachenforschung und so weiter, wie der Weltrat den Frieden also garantieren will und die Scientists for Future 2 Frieden für Frieden sorgen wollen. Professor Manfred Mertens hatten wir eben schon in seinem persönlichen Interview. Dann geht es hier wieder weiter. Professor Roland Böckler aus Wien, Professoren von Berlin bis Wien, Professor Panse, ein Management-Spezialist, Professor Claudius Stube, der für mich beste Philosoph, dem ich je begegnet bin, ein nachdenklicher Philosoph, der also auch mit naturwissenschaftlichem Denken mitgehen kann, wenn es darum geht, den Glauben an die Allmacht des Marktes sozusagen zu beenden. Hier Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob, einer der besten Ernährungsmediziner der Welt, auch wieder mit seinem eigenen Video. Und so geht es immer weiter. Professor, der wird euch gefallen, Professor Paraskevopoulos, der ein ganz vehementer Verfechter für das bedingungslose Grundeinkommen ist. Ein ganz kritischer Physiker, der uns immer auf die Finger schaut, dass unsere Reformen auch wirklich
präzise sind und nicht unterwandert werden dürfen und die Daten nicht gefälscht werden dürfen und so weiter. Ja, und so geht das immer weiter und immer weiter. So, und dann sind wir ganz unten. Ja, dann können wir das wieder zumachen. Und dann seht ihr Talks eigener Kanal. Da könnt ihr sehen, eine Schülerin von die also regelmäßig bei Fridays for Future Köln und Bonn teilnimmt und viele, also und dann findet ihr immer jeweils ganze Playlisten, wo ihr euch durchklicken könnt, wo man also ganz viele Videos betrachten kann. Fridays for Future Schüler, Wähler, Parents for Future Bürger, engagierte Leute, die sagen, ja, das ist doch eigentlich der Ansatz der Scientists for Future 2, ist doch quasi für die Fridays for Future und Greta Thunberg letztendlich der Durchbruch zum Erfolg. Ne? Aber man muss auch mit denen koalieren, die den Erfolg bringen können. Ne? So geht's weiter, erste Zwischenschritte, da kann man also ganz viel nachlesen über wie man reformiert, wie solch komplizierte Reformen aussehen, damit also die Menschen wieder mehr Gutes tun in der Welt. Und dann gibt es die Sozialismus-Talks, da könnt ihr ganz viele Videos sehen, wo es darum geht, Revolution, ja oder nein, lieber echten Sozialismus und Kommunismus oder Revolution und Revolution führt vielleicht doch nicht zum Sozialismus und so weiter. Oder, also auf jeden Fall habt ihr da auch einige Fans der Revolution im Gespräch. Da könnt ihr euch das nochmal anhören, was da eben die möglichen Gegenargumente sind. Dann könnt ihr hier lesen, Missverständnisse und Annäherung. Was gab es auch unter den Professoren auch so für Missverständnisse, warum man sich vielleicht auch sozusagen nicht so schnell öffnen wollte, dass natürlich am Ende diese Reformen zu einer Gesellschaft führen, die eigentlich einem Urkommunismus und Ursozialismus eher entspricht. Das könnt ihr hier alles nachlesen, habt da auch wieder massenhaft Material auf diesem Forum, könnt euch natürlich auch beteiligen mit Diskussionsbeiträgen und so weiter. Und das Schöne ist, hier sind auch keinerlei Beleidigungen gestattet, das wird dann sofort gelöscht und gesperrt. Ja, also hier geht es ganz sachlich zu, hier braucht er, gibt es nur Argumente. Dann Google-Suche, ja, da könnt ihr also, wie gesagt, nochmal auf Weltrat der Weisen googeln, hatten wir eben schon, brauchen wir nicht nochmal. Dann hier eine kleine Talkshow, USA Radio Talkshow, wo es darum geht, Greta Thunberg und so weiter. Ja, könnt ihr hören und so weiter. Und dann hier könnt ihr die englischen Talks hören, aber das ist ja jetzt für euch Deutschsprachige nicht so wichtig. Dann könnt ihr die Interviews mit den Professoren hören, die könntet ihr ja vorhin schon hören, aber die könnt ihr jetzt so in einer Playliste gesammelt sehen. Ihr seht es, mittlerweile hat Dr. Jakob so mit 610 Aufrufen und 8 Likes doch die größte, aber da ist auch der Spezialist für vegane Ernährung und gesunde Ernährung, genauso wie Frau Professor Michaela Döll, also sehr zu empfehlen für die Gesundheitsorientierten und die selber was für ihre eigene Gesundheit tun wollen. Und dann haben wir hier den Artikel Holen Greta, da muss man so runter hier, Holen Greta Thunberg und die Four Futures, die gewünschten 900 Milliarden fürs Klima am 18. und 19.05. ab. Also so lange läuft das Angebot schon. Also am 18. Mai hättet ihr eigentlich schon vor großer Kulisse eigentlich dieses Angebot der Professoren abholen können. Aber das musste natürlich abgesagt werden, denn ohne dass ihr als die eigentlichen Promis in dem ganzen Geschehen dieses Geschenk abholt, sozusagen, kann es natürlich nicht realisiert werden. Ne? Das ist ja klar. Denn ihr müsst euch klar sein, ihr seid die Promis. Greta ist der Promi und die Medien interessieren sich für euch Promis. Und wenn ihr das Geschenk angenommen hättet, die 900 Milliarden, wären natürlich auch alle Medien da gewesen und dann wäre vielleicht sogar die große Politik gekommen und es wäre vielleicht sogar Merkel und Altmaier und so weiter wären gekommen.
Aber wenn ihr eben nicht koaliert mit den Leuten, die euch wirklich helfen wollen und die es ernst meinen und die es ehrlich meinen mit euch, dann passiert halt auch nichts. Dann passiert gar nichts in Deutschland. Ja? So, und dann könnt ihr nachlesen, wie das mit der Verschwendung ist. Auf der Seite waren wir vorhin schon. Da braucht ihr nur ein bisschen runterscrollen gemäß der Bedienungsanleitung. Dann habt ihr hier ungefähr 20 Links, wo die Milliarden verschwendet werden, die für euer Klima gebraucht werden, für eure Klimaziele gebraucht werden und die Professoren wieder freiholen wollen, ja, für euch. Dann, also Verschwendungsstopp finanziert Klimaziele. Simulierte Wahl, da seht ihr, dass also der Ansatz der Professoren mehrheitsfähig ist, also dass bis zu 56% der Wähler, da könnt ihr dann auf Facebook durchklicken, ja, und dann könnt ihr euch durchlesen, was, wenn euch die vielen Talks mit den Fridays for Future nicht reichen, die zeigen, dass wie begeistert viele davon sind vom Ansatz der Professoren und der Scientists for Future 2, da könnt ihr euch das also dann nochmal bei der simulierten Wahl nachlesen, wie Wähler begeistert reagieren, wenn sie sich diese neue Gesellschaft vorstellen, die Scientists for Future 2 herstellen wollen. Talks aus Internet. Ja, gucken wir da mal rein. Das gibt es 190 Talks hier, wieder Fridays for Future Teilnehmerinnen in Köln. Und so geht das immer weiter. Da klicke ich mal durch. Hier nächster, ein Student der Fachhochschule oder Uni Fachhochschule Köln. Ein Student, ein Geografiestudent der Universität. Alles Fridays for Future Teilnehmer. Hier Schüler Fridays for Future. Fridays for Future Schüler von Bornheim, hier wieder Fridays for Future Köln Schüler, hier wieder ein Fridays for Future Köln Schüler und so geht das immer weiter und ihr könnt euch anhören, eine Parents for Future, eine Mutter und so weiter. Immer weiter könnt ihr studieren, was diese Menschen von den Scientists for Future 2 Modellen halten. Dann könnt ihr hier, wie gesagt, nochmal auf dem Forum Gesundheitstipps, Professor Michaela Döll, Dr. Jakob anhören. Und jetzt könnt ihr euch noch, ja, das ist nicht so wichtig, aus der Pressekonferenz, die könnt ihr euch natürlich die Pressekonferenz noch anschauen, wo leider, weil die Journalisten sich nicht angemeldet haben, sonst wäre das jetzt alles, was ich jetzt hier mache, nicht nötig, wenn diese Pressekonferenz, da haben junge Bonner Schülerinnen von Fridays for Future die Scientists for Future 2 eingeladen und die Presse eingeladen und haben die Presse gebeten, zuzusagen, wenn sie kommen. Und da aber keine einzige Zusage vorlag, kamen natürlich auch die Professoren nicht. Also damals am 18.05., da kamt ihr nicht. Und dann ist niemand gekommen und sind die Journalisten nicht gekommen. Diesmal waren Fridays for Future Schüler da, die sagten, ja, wir müssen doch diskutieren über die 900 Milliarden, das Angebot, ja. Und dann waren, und die Professoren haben nicht zugesagt und es war nur ein Vertreter, mit mir eigentlich nur ein Vertreter von Scientists for Future da. Und alle Journalisten waren da, alle Journalisten von Köln, alle großen Medien waren da. Und die Professoren waren nicht da, weil kein Journalist zugesagt hatte, sondern einfach ohne zuzusagen gekommen war. Pech. Also ich fasse zusammen. Seit Mai könntet ihr schon längst am Ziel sein, anstatt jetzt seit Monaten zu wursteln und zu verzweifeln darüber, dass die Politik das nicht lösen kann. Lösen können, dass die Scientists for Future 2 und die Medien und ihr zusammen, ihr müsst quasi die Leitung Deutschlands übernehmen. Zu warten auf Merkel oder auf Donald Trump oder auf Putin oder auf die anderen Herrscher dieser Welt, politischen Herrscher dieser Welt, da könnt ihr warten, bis ihr schwarz werdet. Da wird nichts kommen. Da kommen Paketchen und Päckchen, und die euch beruhigen sollen, die euch daran hindern sollen, Krawall zu machen. Aber mehr kommt da nicht, weil das Frau Merkel auch nicht kann. Ihr könnt doch nicht von einer Politikerin, die ihr ganzes Leben seit Jahrzehnten nicht mehr in der Wissenschaft tätig wird, nicht die brillanteste, ich will es nochmal überspitzen, ihr fordert von der Welt,
den ungeheuersten Wandel, den man sich je vorstellen kann, den Totalumbau aller Wirtschaft, aller Gesellschaft und allen Lebens. Und wollt das mit Amateuren machen, anstatt mit den besten Wissenschaftlern der Erde? Das funktioniert nicht. Ein Politiker kommt aus der Mitte der Gesellschaft, wird von der Mitte der Gesellschaft gewählt, soll denken wie die Mitte der Gesellschaft, aber doch nicht wie die Spitzenwissenschaftler, die neue Lösungsmodelle entwickeln. Das ist einer Frau Merkel völlig fremd. Sie ist seit Jahrzehnten raus aus der Physik und hat sich wahrscheinlich nie wieder mit Physik beschäftigt. Und wie soll sie solch eine gewaltige Transformation Deutschlands und der Welt hinbekommen, wenn ihr es nicht tut? Die Journalisten wollen es, ihr müsst es tun und die Scientists for Future stehen bereit. Wenn ihr sie in die öffentliche weltweite Diskussion holt, sind sie da und sie sind bereit, in den Ministerien der Politik die Reformen durchzuführen, die es braucht, um eure Klimaziele zu finanzieren. Also, ich schließe ab. Verhandlungsbasis 900 Milliarden Euro fürs Klima innerhalb von 7 Jahren, zum Beispiel Kohlestopp 26 und dann nochmal so viel Umbau der Gesellschaft Richtung Klimaschutz. Weiter geht's in den nächsten Videos. Dankeschön, tschüss.